Ausprobieren, mitmachen, Spaß haben. Ein Tag für die ganze Familie. Der Landessportbund Berlin lädt zum alljährlichen Familiensportfest im Olympiapark ein. Mittendrin der Berliner Turn- und Freizeitsportbund. Ich finde es hier sehr schön und es macht mir auch sehr viel Spaß, die verschiedenen Sportarten hier auszuprobieren. Und es gibt viel zu entdecken. Eine Mischung aus Style und Action machen das Erlebnis perfekt. Und auch schon für die ganz Kleinen ist einiges dabei. Welche Sportart soll es denn später einmal werden? Dieser Frage widmet sich die Turntalentschule an ihrem Stand. Also wir versuchen anhand von 10 Stationen eben ein körperbauliches Profil zu erstellen von den Kindern und gleichen das dann mit verschiedenen Sportartenprofilen ab. Und anhand dieser Abgleichungen können wir dann feststellen, wo hohe Überschneidungswerte stattfinden. Und sollte das Kind keine Zukunft im Gerätturnen haben, wird es in eine andere Sportart vermittelt. Wie zum Beispiel Faustball. Europameister Timon Lützow und U18-Vize-Europameister Ole Winter zeigen groß und klein, wie es geht. Und das mit Erfolg. Wir haben viele interessierte Kinder gesehen, viele interessierte Eltern gesehen. Und einige sind super talentiert. Schon nach 1-2 Minuten konnten sie Faustball spielen und wir haben richtig Spielfluss gesehen. Bei anderen braucht es vielleicht noch ein Training mehr, aber Lachen hatten alle auf dem Gesicht. Und der Berliner Turn- und Freizeitsportbund präsentiert sich weiterhin modern und zeitgemäß. Wer es dann noch actionreicher mag, der ist beim Parcours richtig aufgehoben. Patrick Prager und sein Team machen es vor, danach sind die Kids dran. Mit sehr viel Eifer, Energie und Mut. Wir hatten auf jeden Fall einen Altersunterschied hier. Wir hatten Kinder, die 4 waren, bis Kinder, die irgendwie 15 waren. Alle haben sich sehr ambitioniert angestellt, haben ihr Bestes gegeben und wir haben es echt geschafft, vielen Leuten in Vorwärtsalter heute beizubringen und andere Tricks ebenfalls. Doch nicht nur die Kinder haben Spaß, auch für alle Helferinnen und Helfer ist es ein gelungener Nachmittag. Ich finde es irgendwie wichtig, dass man auch mal was macht und sich engagiert, weil sonst würde das alles auch nicht stattfinden. Und irgendwie finde ich es auch cool, dass sowas zustande kommt. Und es würde ja nicht zustande kommen, wenn sich niemand da bereit erklären würde zu helfen. Das heimliche Highlight mag dann aber wohl das Hobbyhorsing sein. Zusammen mit dem Märkischen Turnerbund können die Kids einen kleinen Parcours bewältigen und die Trendsportart noch besser kennenlernen. Es sind ein paar Wochen und dann freue ich mich und hoffe, dass mein Papa mir ein Steckenpferd kauft und dass ich hier angemeldet werde beim Hobbyhorsing. Und auf dem Rücken der Pferde liegt ja bekanntlich das Glück auf Erden, selbst wenn es keine echten sind. Die Idee, neue, noch nicht so weit verbreitete Sportarten zu präsentieren, kommt auf jeden Fall gut an. Familien sind da, die Kinder sind da und haben Spaß. Es war, glaube ich, ohne Unterbrechung voll. Und insofern ist es eigentlich ein super Fazit und wir freuen uns, dass so viele Kinder und Familien hergekommen sind, um sich zu bewegen und sich die ganzen Sportangebote anzusehen. 8 Stunden voller Sport und Spaß, ein bunter letzter Ferientag für alle Familien im Olympiapark. Mit vielen tollen neuen Sportarten zum Ausprobieren, Mitmachen und Spaß haben.